Hey you guys, mein Name ist Rockstar. Ich bin Saul. Und willkommen zu Assassin's Creed 2. Der Sammelscheiß ist jetzt beendet, indem wir jetzt den ganzen Kack abgeben. Ja. Ja. Fang am besten erstmal mit den Federn rum an. Ja, würde ich auch sagen. Ja, wir waren in Venedig, wir waren überall, haben die überall die Federn und so gesammelt, aber im Endeffekt hat uns das was gebracht? Nichts. Ja. Schön, ne? Schön. So, hier rein, da ist, nein, links, da ist gemacht von Mama. So, ab in die Federtruhe. So, war alle waren weg. Bam! So, über den ganzen Let's Play hat jeder gesessen. Jetzt ist er aufgestanden. Umarmt uns einmal und sitzt danach weiter da. Auditorium erhalten. Ja, der das war total super unsynchron, das Spiel, aber. Ja, das ist halt. Ich sah, dass du Maria die Federn brachtest. Ich erkenne an, was du für sie tust, aber du musst den Fakten ins Auge sehen. Es funktioniert nicht. Vielleicht solltest du dich auf Wichtigeres konzentrieren. Ich habe beim Schmied eine neue Waffe für dich machen lassen. Hol sie ab, wann du willst. Ach ja, siehst du, eine Waffe hat es auch noch gegeben, aber die war nicht so gut, dass ich sie behalten habe. Egal, so, dann erstmal runter in den Kartenraum, würde ich sagen. Für die Codex-Seiten, oder? Jo. Machen wir das als nächstes. Nee, ein weiter. Ah, du kannst die Truhe natürlich auch erstmal lernen. Ja, das wollte ich ja sowieso machen. Ja, dann lerne erstmal die Truhe, damit Schwesterchen nicht mehr so viel Taschengeld hat. Ja, das bekommt ihr nämlich nicht, wenn sie so viel Taschengeld hat. Da säufst du sich tot oder so, ne? Ja, sowas in der Art. So, hier einfach an das Ding dran, Codex-Seiten. Oder an die Wand. Oh mein Gott, wir haben eine nicht gekriegt. So, das Lustige ist jetzt, wir können ja schon mal ein bisschen rumfuckeln. Wenn man das Adlerauge anmacht, dann sieht man hier so ein bisschen was. Gott, ist das wirr. Und man muss das quasi alles zurechtdrehen. Ist die fehlende Codex-Seite, dass wir die nicht eingesammelt haben, oder? Es könnte auch sein, dass wir die noch von der Story her kriegen. Ach so. Halte ich jetzt nicht für ausgeschlossen. Ach, war es auch richtig. So, man erkennt schon ein bisschen was drauf. Ich würde sagen, es ist schon fast eindeutig, ja, was man da sieht. Ich würde sagen so, ne? Ja. Das glaube ich so. Das so. Ja, man sieht quasi eine Weltkarte. Ja, wie gesagt, es könnte sein, dass wir noch eine kriegen von der Story, ja. Von der Story, ja. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal 29 der Codex. Ja gut, der Sammelscheiß ist doch noch nicht vorbei. Eine Codex-Seite fehlt uns noch. Mal sehen, wann wir die kriegen, wo wir die kriegen, whatever. So, erstmal schön hier unten rein. In unsere Katzakomben. Da das letzte Siegel einführen. Ja. Und die Rüstung ist frei. Und damit haben sie.
Altairs Rüstung. Altair, ich danke euch für dieses große Geschenk. Möge es mich vor meinen Feinden beschützen. So, damit laufen wir jetzt auch wieder in Schwarz rum. Deswegen finde ich das natürlich immer ultimativ geil. Aber wieso hat die Familie Altairs Rüstung überhaupt im Keller gehabt? Ich meine, es kommt nach. Also Altair hat ja auch mehr, mehrfach die Welt bereist. Ja. Und ich glaube, dass da irgendwas passiert ist im Vorfeld. Also die Rüstung hat er zumindest nicht mehr gehabt am Ende von Revelations, wo er ja dann leider verstorben drin ist. Ja. Wir sehen auch, dass wir noch nicht komplett sind hier drin. Was ist das denn? Wir haben nämlich hier noch nicht alles frei. Diese Rüstung tragen wir gerade. Ja, das sind quasi die Rüstungen, die du haben kannst. Ach so. Das ist quasi dein Rüstungsraum. Es gibt ja auch einen Waffenraum, der hier ist, glaube ich. Hier kannst du dann auch gucken, ob du alle Waffen hast. Dann steht hier halt alles voll mit Waffen. Ist auch ganz krank. Egal, wir haben Altairs Rüstung. Wir haben so viel Leben, dass uns die Balken liegen. Kann man denn nachgucken wegen Codex-Seiten? Ja, kann man auch machen. Aussichtspunkte, geheime Orte. Die haben wir alle. Federn. Nee, rennen wollen wir auch nicht. Attentate, Kurier, Schätze. Nee, kannst du nicht. Wenn wir sie wohl noch per Story kriegen, wahrscheinlich. Aber wir können auch mal eben schnell gucken. Also hier drin ist die klar nicht. Geh da rein! Mach doch nichts. Ansonsten werden wir die Offscreen einmal abjagen. So, den können wir jetzt auf jeden Fall erstmal weiter Hauptquest machen. Ah nein, wir wollten ja die Rätsel machen. Wir, ach ja. Ne, wir komischen Leute. Aber wir haben uns dazu einen Videoleitfaden bei Datenbank. Haben wir uns dazu geholt, damit wir das hier schnellstmöglich machen können. So, und wie sieht's aus? Ja, der ist hier noch am Info. Also bei der 7 muss dieses komische G hin, wenn du es von mir siehst. Ja. Warum das so ist, ja. Das hier? Nein, weiter. Das, so ein Ding, genau, das ist dieses komische G. Bei 9 kann das bleiben, was drin ist. Und bei 1 kommt diese zwei Karos ineinander. Weiter. Das. Okay. Bestätige. Und warum? Weiß ich nicht. Sie fabrizierten den Krieg. Sie stellten den Frieden her. Aber sie sollten nicht damit davonkommen. Finde unsere Markierung. Aul. Ich wusste es. Aul ist das Böse. Das waren so schön. Nein, du sollst die Markierung finden. Irgendwo hier ist wahrscheinlich eine Assassinen-Markierung. Wahrscheinlich auf dem Dach oder was hier, auf dem. Oder auch nicht. Au! Das ist auf jeden Fall wieder hebräisch oder so, ganz kack. Aber das ist irgendwo da rechts in der Ecke. Ah, hier, oben rechts bei dem Wald. Nein, weiter hoch. Bisschen nach links. Hoch. Rechts. Auf dem Gebäude ist irgendwo ein A zu sehen. Da. Ach, da. Miese Schweine. Ja. Was nun schon wieder? Ach, da siehst du das A ganz offensichtlich. Ah, ja. Ach, was holt mir vor? Der interessiert uns auch nicht mehr. So, ab ins nächste Rätsel. Es wird schwerer. All die Schmerzen der Zeit. Es tut zu weh. Sie sieht, wie ich ein Messer hebe. Nur noch ein bisschen länger.
Synapsen. Ja. So, bei der 6 musst du diese drei Sekte oder was das auch immer da am ist. Am Anfang. Genau. Schöpfung. Genesis. Bei der 0. Zeig mal. Ja, hier ist nur noch Matsch, scheiß Qualität. Ist er. Mach. Das hier wahrscheinlich, oder? Warte mal, probieren wir das. Ne, 480. Ja, probier es mal damit. Und das letzte, Moment. Da ist auch irgendwie ein Dreier-Symbol. Das sieht mir aus wie. Das hier? Ja, mach mal. Nee, das ist es nicht. Ah! Ist ganz so. Ist so einer, ne? Ja. Vielleicht irgendwann uns dann lieber letzten. Beim letzten würde ich sagen. Die Organisation will die Splitter. Okay. Hat ihre Macht gekostet. Aber was war da? Warum funktionierten sie so gut? Als wäre unser Verstand für sie gemacht. Gemacht, um zu gehorchen. Oben rechts ist noch einer. Super Minispiel. Hast du gefunden? Yeah. Oh, es geht auch immer so super schnell. Wir sind Genius. Das Ende. Das Ende. So, es ist schon passiert. Die Spiele waren einst Teil eines Ganzen. Der vierte Tag. Ja. Also du musst mit dem Fuchs da anfangen, das daneben. Dann da drunter, das daneben. Genau, und dann nochmal rechts hoch. Nein, rechts oben, das wieder raus und rechts oben, genau. Whatever. Igni. Yeah, die Sonne. Ein Behälter voller Asche wird vom Himmel fallen, der das Land. Das kann ich nicht mehr lesen, aber. Okay. So, du musst auf jeden Fall irgendwo links. So hier, da guck sie an. Da ist irgendwo die wieder zurück. Jetzt mal, da all die Erde, ja. Alter, da musst du ja Argus-Augen haben. Ja, Adleraugen. So, damit haben wir alle Rätsel gelöst. So sieht's aus. Und jetzt geht's weiter mit der Hauptquest. Hey, jetzt geht's erstmal da hin. Ah. Die Wahrheit. Also. Ich hab ihn. Eva! Pass auf! Wow! Habe ich das gerade wirklich gesehen? Wir schicken das Video von 16 zur Analyse, sobald Desmond in der Maschine soweit ist. Das hat sie auch komplett verloren. Alles klar? Ja. Er könnte uns das alles erklären, wenn wir ihn nur fragen könnten. So, damit haben wir die Wahrheit gesehen und jetzt geht's endlich mal damit Hauptquest. So sieht's aus, die Hauptquest. Die Hauptquest. Ja, dann müssen wir dann eine Schnellreise nach Venedig machen. Oder auch nicht. So, ja. Schnellweise oder wie? Ja, mach schnellweise. Venedig? Ja, da müssen wir irgendwo sein.
Hauptquest. Vielleicht beendest du ja heute sogar mal eine Sequenz. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wer weiß. So, mal Makara auf. Ich war einfach gucken, ich kann auch bei ihm wirklich keine Kodex vergessen. Eine suchen wir noch. Ja, und ich sehe sie schon. Oh, tatsächlich. Okay. Wenn wir noch mal irgendwann in Monterey anfangen, die letzte Kodex-Seite abliefern. Also ein bisschen stärker, ist ja schon klar. Ja. Wollt's mal wegen. Alter, ihr ist Rüstung, wird mir eh nichts passieren. Von daher. Ja. Also, das würde ich so nicht sagen. Also das war ein stylischer Abgang. Ja. Sag ich doch, mit alter Irrsrüstung passiert mir nichts. Das wäre ich unantastbar. Ja, so habe ich mich auch dann gefühlt, dass ich die Rüstung dann endlich hatte. Ja, wenn wir jetzt aber überlegen, was man jetzt alles gemacht hat für einen Scheiß. Ne? Ja. Wir wären eigentlich schon längst mit 20 Parts fertig gewesen. Na, ja, wir wollten unbedingt alles zeigen. Ja. Dann haben wir jetzt ja noch auch gesagt, wir machen erstmal die Attentate und so. Wer weiß, vielleicht machen wir das mal irgendwann in einem Special-Part und so, wenn wir ganz viel Langeweile kriegen. Wenn wir ganz viel Langeweile kriegen, sonst könnt ihr euch ja daran selber quälen. Ja. Wir machen das auf jeden Fall nicht. Nicht ohne Geld. Lakshu! Lakshu ist weg. Kodex-Seite, genau. Ja, wir wollten die Kodex-Seite. Ich war gerade ein bisschen confused. Ja, du schon eins. Oh nein. Bleibt hier. Mit. Dann haben wir wieder so viel Geld. Ja. Andere Seite. Ja. Folgen wir hier auch. Oh, das ist wirklich dann hier. Das ist keine Bitte. Gut, los. Das ist eine echte Wache. Betrüger, wir werden angegriffen. Los! Ja, das ist deswegen. War die Möglichkeit vorher durchzukommen, ja, deswegen. Ja, lass mich hier durch. Verdammt nochmal. Jetzt könnt ihr da draußen weitermachen. So, the last Codex-Seite. Bleib zurück! Hilfe! Ach Gott, ich muss hier weg! Oder? Egal, Rob, lauf. Jetzt hast du mich schon umgebracht, kannst du noch rausrufen. Da siehst du. Wo haben wir so viel Kohle auf einmal? Ja, wir haben die Truhe gelernt. Ja, wir haben die Truhe gelernt und wir haben ein bisschen viel Aufmerksamkeit dabei. Ja, ein bisschen. Bevor wir jetzt mit Haupt... Nein. Mach Hauptquest. Ja, komm, fest doch. So, was wolltest du machen? Die erste ist Flugblätter. Scheiß auf Flugblätter. Ach, wir sind schon wieder maximal. Ja, deswegen ja. Achso, ja. Ich bin die ganze Zeit gesucht, ne? Ja. Hier unter uns ist der Chef, ist dieser Bube, den wir bestechen können. Das schon. Ja, ja, wir schon. Was wird. Links, links. Seid nicht schüchtern, tretet näher. Ah. Warum musst du immer alles töten? Das ist einfach ein Haufen Vollidioten sind. Oh, nein, nicht schon wieder da hoch. Oder?
das so schaffe? Nein. Eher nicht, oder? Ich hatte uns vorne rum rein. Aber ist ja bitte ein Spaß. Oder ich sehe es hin! Der Wahnsinn. Der Wahnsinn nähert sich dem Ende. Ja, Gott sei Dank auch. Ich hätte das nicht noch mehr ertragen. Noch mehr von Assassin's Creed 2. Ja, nun, du bist geschädigt durch die Nachfolge. Ja, stimmt ja auch, oder? Da ist er! So, glaubst du, du bist schnell? Ja, bin ich. Onkel Mario? Wo bringen Sie es hin? Akzeptieren, muss ich ja. Ist ja Hauptquest, ihr Dödel. In den Hauptraum. Nee, muss ich nicht. Er hat noch nicht das Gefühl gehabt, verfolgt zu werden. Das Gefühl hat er die ganze Zeit schon. Der so rumläuft. Na, die ist auch die Ziel. Geh lieber über die Dächer. Würde ich sagen, oder? Und dadurch, dass wir jetzt nicht mehr auffallen, wie wir uns. Ja, oder so. Egal wie, es wird schon klappen. Ja. Pass auf, da bleibt er wieder stehen in der Gasse. Irgendwelche Optik gut aussieht. Ja. Ist da. Den Assassin so halb hinter der Mauer. Ne? Der ist nicht so mehr. Nein, nein. Unser Kämpfen. Singe ich etwa so schlecht? Familie von Bertuccio aus Pflege für alle. Den Bürgern Venedigs mit viel Stil. Aber den Part überziehen wir. Diesen Part überziehen wir zum Beispiel. Scheißegal, die Mission muss da rein. Das wird ja eh gleich geschnitten. Die ausländischen Interessen der Republik nachgeworden sind, werden auf alle Importe von nicht lebensnotwendigen Gütern eine Abgabe fällig. Vielen Dank für eure wieder Optik geschoben. Du warst halt nicht der Einzige, der schwimmen wollte. Mein Gott. Da! Och, fickt euch. War das Sperrgebiet oder was? Keine Ahnung. Nein. Über die Dächer. Bauchbomben haben wir nie benutzt. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt für. Ich weiß nicht, wie man sie benutzt. Steuer kurz in die Blockade. Nein. X, Y. Jetzt weg. Ich wurde entdeckt. Wie sagst du? Das weiß ich auch nicht. Ich hasse ihn! Stinkt nach Fisch. Was zum Teufel macht ihr hier oben?
Ihr dürft nicht hier oben sein! Hinfort! Ihr dürft nicht hier oben sein! Hinfort! Laju! Macht ihm den Gang! Ich sehe ihn! Da! So. Ihr dürft ja. nicht hier sein. Geht. Perfekt. Laju, ha, guter Versuch. Jetzt läuft er da wieder wie so ein Behinderter. Denkt sich auch, ich bin frei. Ich bin der Kurierbote, mich verfolgt eh ja keiner, außer ein Assassine. Laju, wo rennst du denn hin? Der gar nichts kann. Oh ja, ja, jetzt halt den Holz. Das Ziel ist noch in Sichtweite. Du wirst nicht sagen, dass ich jetzt das Ziel vielleicht verliere. Das geht nicht klar. Das geht überhaupt nicht klar mit euch. Ubisoft, was habt ihr euch dabei gedacht? Ganz ehrlich. Der hat nur einen Haufen Vollidioten, okay, nicht einen Haufen Vollidioten, aber das Spiel derzeit ganz geil, aber zur heutigen Zeit eine Qual. Eine heftige Qual, einfach nur... Steche ich gleich ab. Verdammt. Nur wegen dem Baden. Da hat er noch einen getötet. Super. Das war extrem knapp. Entfernung zum Ziel beibehalten. Willst du mich verarschen? Mach mal. Was denn? Ich mag teuer sein, aber meine Waren sind die extra Quattrini wert. Ja, jetzt kommt er. So. Kommst du eben gleich nicht mehr hinterher. Scheiß auf die Minuten. Papa. Der Maestro wartet. Er wird keine Fehler dulden.
Verpackt es gut. Tut es jetzt. Der Spanier ist hier. Das ändert die Sache. Wenn ich diese Gruppe infiltrieren kann, den Platz des Kuriers einnehme, werden sie mich direkt zu diesem Bastard führen. Abgemacht. Gewohnheitsfrei, da hast du deine 5000. Komm, ja. Verbringt eine Stunde dir nie. Freunde, die Wachen bestechen. Ja, das ist jetzt auch egal, ich geb nur. Du wirst gleich mit Pfeilen gestarrt! Ihm nach! Mann. Ihr wollt mich doch heute alle verarschen. Ja. Frisch gefangene Igel! Wer braucht einen Aderlass? Zurücktreten! Was war das denn? Ich hab keine Ahnung. Ich habe ein Elixier aus Blei und Granatapfel gebraut. Ideal für die Licht. Weiter hier. Macht aber nicht. Kauft mir ein wenig Zeit. Der hat sich aber schnell umgezogen. Oh ja. Zu schnell. Schnell umziehen. Schnell umziehen. Kiste 7000. Kiste aufheben. Jawohl. Dieser Moment ist von größter Wichtigkeit. Haltet die Formation. Macht keinen Fehler. Ja, ja. Und mitspielen. Ich würde aber hier sagen, see you guys. Ja, okay, dann sagen wir see you guys. Und schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play Assassin's Creed 2.